So einen schönen Sonntag wünsche ich euch. Mal kurze Frage, hört ihr mich oder müssen wir da was machen? Alles kommt sicher, wie um eine Spur lauter sein. So nochmal, hört ihr mich jetzt besser oder nicht? Ja. Okay, willkommen bei der Sonntagsthema heute. Wir haben heute als Stargäste die Freiheitsstrichler und der Gerhard Huber von der Freiheitsstrichler, der wird jetzt noch am Anfang, bevor wir losgehen, eine Rede halten. Und danach geht schon los mit unserem Themamarsch, die altbekannte Route über die Linzergasse und dann über die Franz-Josef-Straße und Staatsbrücke wieder zurück, Getreidegasse, so wie wir es in den letzten Wochen und Monaten auch gegangen sind. Ist das laut genug oder bist du mit dem Megafon? Ich habe das noch nie gemacht und ich muss das Megafon nehmen. Jetzt probier mal. Eins, zwei. Ja, perfekt. Ja, hallo? Warte mal, ich glaube, du musst mich da herstellen. Liebe Kerstin, lieber Christian, vielen herzlichen Dank für euren Einsatz für diese so immens wichtigen Veranstaltungen und das, die schon über diese so lange Zeit. Vielen herzlichen Dank für euer Kommen. Ich möchte heute ganz kurz zwei Themen ansprechen. Und zwar das erste Thema ist, wie bekommen wir die mehr Menschen wieder auf die Straße? Und das zweite Thema ist, was könnt ihr für euch tun, damit ihr nicht nur heil und unbeschadet durch diese Zeiten kommt, sondern gut, leicht und schön durch diese Zeiten kommt. Ja? Bevor ich darauf eingehe, möchte ich ganz kurz zu den Hauptdarstellern der letzten drei Jahre etwas sagen. Und die Hauptdarsteller der letzten drei Jahre war jeder einzelne von euch und ihr alle zusammen. Seit drei Jahren klärt ihr auf vor mir, geht auf die Straße, versucht der Wahrheit ans Tageslicht zu verhelfen, werdet dafür beschimpft, denunziert, verfolgt, gehetzt und abgestraft. Die Regierungen hetzen euch, die Regierungen hat die Polizei auf euch gehetzt, die Bürgermeister, die Landeshauptleute auf euch gehetzt. Sie haben die Ärzte auf euch gehetzt, sie haben euch gespalten, sie haben psychologische Kriegsführung gegen euch betrieben. Die Regierung hat auch eure Familie auf euch gehetzt. Die Regierung hat euch auch eure Väter und eure Mütter auf euch gehetzt. Und die Regierung hat auch eure Kinder, eure Söhne und Töchter auf euch gehetzt. Sie haben psychologische Kriegsführung im allerhöchsten Maße betrieben. Und ihr habt euch nicht provozieren lassen. Ihr seid friedvoll diesen Weg weitergegangen. Und das ist der einzig wahre Weg, der zum Erfolg führt. Und ihr alle, jeder einzelne von euch, ihr seid die Menschen, die die Menschheit braucht und die Welt braucht. Menschen, die stark im Selberdenken sind, die stark im Herzen sind und die auch stark im Handeln sind. Ich verneige mich vor jedem Einzelnen von euch und vor euch allen zusammen. Geht bitte unbedingt diesen friedvollen Weg weiter, wie vorhin erwähnt, es ist der einzig wahre und zum Erfolg führende Weg, weil diese Kraft des Friedens aus einer viel höheren Dimension kommt und auch eben solche Auswirkungen hat. Und die Kraft des Friedens wird uns siegen lassen. Eine gute Botschaft, also ich komme nur mit guten Botschaften, ja. Diese vielen, vielen zigtausenden Menschen,
die in den Landeshauptstädten und den Bundesländern auf den Straßen waren. Und die vielen, vielen hunderttausende Menschen, das waren wirklich ganz, ganz viele hunderttausende Menschen, die in Wien auf der Straße waren, die sind nicht weg. Die sind nicht fort, die sind nach wie vor da. Nur wir haben es leider Gottes damals verabsäumt, den Menschen das große Bild zu zeigen. Und die Kunst ist jetzt, ja, den Menschen das große Bild zu zeigen, weil die Regierung dann die Maßnahmen wegen Corona und der Impfung zurückgenommen haben, haben die Menschen gedacht, es ist okay, es ist vorbei, sie waren auch müde vom Kämpfen und sind dann den Veranstaltungen ferngeblieben. Das heißt, die große Kunst wird jetzt sein, den Menschen das große Bild zu zeigen, und das große Bild ist der Great Reset. Und ich garantiere euch, wenn wir das geschafft haben, dann werden die Menschen auch wieder auf die Straße kommen. Nur mit dem einen Unterschied, dass es um ein Vielfaches mehr an Menschen sein werden. Es werden so viele Menschen sein, die in Österreich noch nie auf der Straße waren. Das garantiere ich euch. Deshalb ist die Aufklärung und die Information so wichtig. Dazu habe ich eine riesengroße Bitte, wie diese Aufklärung funktionieren kann und soll. Bitte hören wir auf zu missionieren. Missionierungen haben noch nie funktioniert, werden auch in Zukunft nicht funktionieren. Und hören wir bitte auf, und hört bitte auf, euch zu permanent zu erklären und permanent zu rechtfertigen. Ungeschriebenes Gesetz ist, je mehr ihr euch erklärt, je mehr ihr euch rechtfertigt, je mehr ihr verstanden wollt, je mehr ihr gehört werden wollt, umso weniger werdet ihr gehört. Deshalb bitte hin und klare Ansage, ja? Kurz und bündig, klare Ansage. Sie sagen es uns, ja? Kommt nicht von uns, weil wir werden ja sonst sofort wieder als Verschwörungstheoretiker abgestraft, ja? Kommt nicht von uns, Sie sagen es uns seit geraumer Zeit, ganz offen sogar im Fernsehen, um was es geht. Und was bedeutet Reset? Und was bedeutet Great Reset? Und was bedeutet neue Weltordnung? Und nennt den Menschen auch bitte Beispiele. Die Menschen glauben ja, was in den letzten 3 Jahren weltpolitisch und wirtschaftlich so geschieht, glauben ja, dass das einzelne in sich selbst abgeschlossene Ereignisse sind. Doch weit gefehlt. Das heißt, all diese Dinge, die sich da so offen zeigen, die gehören eben zum Great Reset. Also wir wissen natürlich, was dazugehört, ja, keine Frage. Aber sagt es den Menschen, weil die es nicht wissen. Ein paar Beispiele dazu. Sagt ihnen, dass Corona und die Inszenierung rund um Corona gehören zum Great Reset. Die weltweite Angst- und Panikmache von Anfang an gehört zum Great Reset. Die Masken gehören zum Great Reset. Dass sich zu Tode testen gehört zum Great Reset. Die Impfung gehört zum Great Reset. Lockdown, Shutdown und alle anderen Corona-Maßnahmen gehören zum Great Reset. Das Spalten zwischen geimpften und ungeimpften Menschen gehört zum Great Reset. Die Hetze auf die ungeimpften Menschen gehört zum Great Reset. Der Russland-Ukraine-Konflikt und Krieg gehören zum Great Reset. Das Spalten zwischen Pro-Russland und Pro-Ukraine gehören zum Great Reset. Die Weltklimalüge und CO2-Lüge gehören zum Great Reset. Die Asyl- und Einwanderungspolitik gehört zum Great Reset. Und hier müssen wir aufpassen, dass wir nicht in einen Bürgerkrieg, in das totale Chaos verfallen. Auch die Preisexplosionen bei Öl, Gas, Benzin gehören zum Great Reset. Auch die Preistreiberei bei den Lebensmitteln, bei den Mieten und anderen lebensnotwendigen Waren gehören zum Great Reset. Die Kriegshetze weltweit gehört zum Great Reset. Die Abschaffung des Bargeldes, die noch kommen wird, und die digitale Währung gehört zum Great Reset. Und auch die Verchippung des Menschen gehören zum Great Reset und Transhumanismus. Also das sollte eigentlich ausreichen, um den Menschen klarzumachen, was alles zum Great Reset gehört. Bitte, wir brauchen ja nicht alles sagen, die ganze Latte, ja, weil dann wären sie total überfordert damit. Also sagt ihnen das kurz, knackig, kommt nicht von uns, ja, nicht erklären, nicht rechtfertigen, was gehört dazu. Und sagt ihnen bitte auch die Lösung, weil für viele Menschen wird ein Weltbild zusammenbrechen, so wie es für uns auch zusammengebrochen ist, weil wir uns das ja auch nie vorstellen haben können, dass so etwas jemals geschehen kann. Und die Lösung ist, mit uns gemeinsam auf die Straße zu gehen. Und je mehr Menschen auf die Straße gehen, desto schneller haben wir diesen ganzen Wahnsinn und Schwachsinn
vom Tisch. Weil diese Dinge werden nicht im Kaffeehaus entschieden. Die werden auch nicht zu Hause auf der Couch entschieden. Die werden nicht im Fitnessstudio entschieden. Und die werden auch nicht im Urlaub entschieden. Sondern die werden auf der Straße entschieden. Das kann ich nicht oft genug sagen. Deshalb bietet Ihnen die Lösung an, mit uns gemeinsam auf die Straße zu gehen. Wohlgemerkt, wie gesagt, immer in dieser Kraft des Friedens, weil diese Kraft des Friedens aus einer viel, viel höheren Dimension kommt und auch eben solche Auswirkungen hat. Dann habe ich noch eine Bitte an euch. Bitte hören wir auf oder hört auf, nachdem ich weiß, dass das ganz, ganz viele Menschen machen und das sind auch Erfahrungswerte. Hören wir bitte auf, uns geistig zu begrenzen und geistig zu beschränken. Was meine ich damit? Es bedeutet nicht, wenn etwas bis heute immer so gewesen ist, dass es in Zukunft auch weiterhin so sein muss. Es bedeutet nicht, wenn es bis heute etwas noch nicht gegeben hat, den Weltfrieden, dass es den in Zukunft nicht geben kann. Es bedeutet nicht, dass es erst noch viel, viel schlimmer kommen muss, wie so viele Menschen sagen, bevor die Menschen selber zu denken beginnen und bevor die Menschen auf die Straße gehen. Es kann sogar von einer Sekunde auf die andere ganz, ganz anders sein. Und dass es sogar von einer Sekunde auf die andere ganz, ganz anders sein kann, dafür trete ich jetzt den Beweis an, weil jeder Mensch auf der ganzen Welt von einer genial konzipierten Schöpfung mit so etwas Wundervollem wie mit einem Gehirn zum Selberdenken ausgestattet ist. Freilich, man hat den Menschen das Denken aberzogen, aber ein Gehirn zum Denken und aus dieser Nummer kommt kein Mensch auf der ganzen Welt heraus, hat jeder. Genauso mit dem Hausverstand. Jeder Mensch auf der ganzen Welt ist mit der Schöpfung mit einem Hausverstand ausgestattet worden. Nur auch da wieder, man hat den Menschen den Hausverstand aberzogen. Nur, er ist trotzdem da, er ist nur mit anderen Dingen überlagert. Und jeder Mensch auf der ganzen Welt ist auch mit einem freien Willen ausgestattet und aufgrund dieses freien Willens kann jeder Mensch denken, was er denken möchte. Kein Mensch kann uns unsere Gedanken vorschreiben oder verbieten. Und aufgrund dieses freien Willens können wir von einer Sekunde auf die andere anders zu denken beginnen. So nach dem Motto, bis heute habe ich das geglaubt, habe mit diesen Lebenseinstellungen gelebt, gearbeitet, Politik betrieben, meinen Konzern geführt, mein Unternehmen geführt, meine Mitarbeiter behandelt, meine Familie behandelt, die Tiere behandelt, die Natur behandelt, habe ich nie gesehen, was ich denen damit angetan habe, vielleicht sogar mir selbst angetan habe, sollte ich ab heute nicht mehr tun, sollte ich ab heute anders tun. Und wenn das ein jeder macht, dann haben wir von einer Sekunde auf die andere eine heile und gesunde Welt. Und das ist keine Theorie, das ist Praxis. Weil den freien Willen haben wir auch in der Praxis. Und dabei diese Botschaften in die Welt zu setzen, das ist einzigartig in der Geschichte der Menschheit. Das hat es noch nie gegeben. Das ist einzigartig. Kann uns die heutige Technik eine riesengroße Hilfe sein. Das heißt, wir sind aufgrund der technischen Errungenschaften mit dem Internet, dem Fernsehen in der Lage, mit einem Schlag beinahe die gesamte Menschheit zu erreichen. Und da kann man, wie gesagt, die Menschheit aufklären, informieren, ein anderes Bewusstsein schaffen, so wie das bis jetzt im Negativen gemacht worden ist, die Menschen zu manipulieren, in die Angst zu treiben, in die Panik zu treiben, kann man das auch für eine heile und gesunde Welt, für eine bessere Welt machen. Und nachdem ich immer für die Chance bin, es ist letztendlich das, was sich in den letzten 3 Jahren so offen zeigt, die allergrößte Chance in der Geschichte der Menschheit, seit Bestehen der Menschheit, damit sich die Geschichte der Menschheit nicht mehr wiederholen muss, ja, weil dieser Irrsinn ja über die ganze Welt gespielt wird. Das ist so groß war die Chance noch nie. Und das nimmt uns natürlich den Druck, wenn wir wissen, dass es auch von einer Sekunde auf die andere ganz, ganz anders sein kann, ja, und dass die Chance so groß ist wie noch nie. Es geht auch darum, was könnt ihr selber tun, um euch selbst zu schützen. Auch da habe ich eine riesengroße Bitte. Hört bitte auf, permanent über diesen Schwachsinn und Wahnsinn, der sich in den letzten 3 Jahren so offen zeigt, permanent darüber zu reden, zu schreiben, zu posten, Angst davor zu haben, sogar Witze darüber zu machen. Die Kabale, der Deep State, die Satanisten, die Globalisten, leben von eurer Energie, die ihr ihnen gebt. Je mehr ihr darüber schreibt, redet, postet, wisst ihr, macht euch ehrt, umso mehr nährt ihr diesen Schwachsinn und Wahnsinn, umso größer wird dieser Wahnsinn. Deshalb entzieht den Globalisten, Satanisten,
ihre Grundlage und ihre Existenz. Hört auf, bitte darüber zu reden, zu schreiben, zu posten, Witze darüber zu machen. Wenn ihr Frieden wollt, dann müssen wir über Frieden reden. Wenn ihr frei sein wollt, dann müssen wir über Freiheit reden. Wenn ihr selbstbestimmt sein wollt, dann müssen wir über Selbstbestimmung reden. Wenn ihr Respekt, Achtung, Wertschätzung, Liebe, Dankbarkeit, eine heile und gesunde Welt, Lösungen haben möchtet, dann müssen wir bei Respekt, Achtung, Wertschätzung, Liebe, Dankbarkeit, eine heile und gesunde Welt und Lösungen reden. Aufgeklärt und informiert zu sein. Ja? Das ist ganz, ganz wichtig. Aber es geht dabei auch nicht um Meinungen. Warum nicht? Weil Meinungen immer falsch oder richtig sein können, sondern es geht um die Tatsachen. Das, was tatsächlich ist. Ja, man muss es kurz und knapp machen. Kennen, nicht missionieren. Dann können wir auch genau. Richtige Entscheidungen treffen. Und es geht immer darum, dass wir die richtigen Entscheidungen treffen. Und Meinungen zu haben, jegliche Weiterentwicklung, jeglichen Fortschritt verhindert. Wenn man sagt, okay, das ist halt deine Meinung und das ist meine Meinung, ja, und dann geht man auseinander und es ist null Fortschritt passiert. Es geht immer um die Tatsachen. Und Tatsache ist eben, die Sonne scheint. Tatsache ist, das ist Beton. Tatsache ist, das ist die Kerstin. Tatsache, das ist der Christian. Ja. Tatsache ist Mord, ist Tatsache ist Misshandlung, Tatsache ist Krieg. Das geht immer um die Tatsachen. Wie gesagt, nur wenn wir die Tatsachen kennen, dann können wir auch die richtigen Entscheidungen treffen. Es geht nie um Meinungen. Man sagt ja immer, es gibt so viele Meinungen, es gibt so viele Wahrheiten, wie es Menschen auf der Welt gibt. Das ist nicht richtig. Das sind keine Wahrheiten, das sind wieder nur Meinungen. Und genauso eben, man sagt auch, es gibt subjektive Wahrheiten. Ist auch nicht richtig, ist keine subjektive Wahrheit. Das sind auch wieder nur Meinungen. Wie gesagt, es geht nicht um Meinungen, sondern es geht immer um die Suche nach der Wahrheit, das, was tatsächlich ist. Und wir wissen, dass C und die Inszenierung rund um C, the Great Reset, das größte Verbrechen der Geschichte der Menschheit an der Menschheit. Genau. Dann habe ich noch eine Bitte an euch. Bitte hört auf, dagegen zu sein. Weil gegen etwas zu sein, ist immer Konflikt. Von diesen Konflikten haben wir schon mehr als genug. Und hört bitte auch auf zu kämpfen, weil Kampf von Haus aus immer Krampf ist und letztendlich in die Gewalt, in die Aggression und in den Krieg führen. Und weil das, gegen das wir kämpfen, das wird nicht weniger, sondern das wächst, das wird mehr und mehr. Beispiele aus der Praxis haben wir zuhauf. Wir kämpfen seit zig Jahren gegen Krebs und haben heute so viele krebskranke Menschen wie noch nie. Wir kämpfen seit zig Jahren gegen AIDS und haben heute so viele AIDS-kranke Menschen wie noch nie. Wir kämpfen seit zig Jahren gegen Armut und haben heute weltweit so viel Armut wie noch nie. Wir kämpfen sogar für den Frieden, was erstens ein vollkommener Blödsinn und zweitens ein Widerspruch in sich selbst ist und haben, tun wir ihn deshalb trotzdem noch immer nicht. Deshalb hört bitte auf, dagegen zu sein und hört bitte auf zu kämpfen. Beginnt bitte dafür zu sein. Also nicht für Krieg, nicht für Gewalt, nicht für die Übung, nicht für den Gewissen, sondern beginnt zu sein für Frieden, für Freiheit, für die Selbstbestimmung, für die Wahrheit, für Respekt, für Achtung, für Wertschätzung, für Liebe, für Dankbarkeit, für Urvertrauen, für Gottvertrauen. Das hat erstens eine ganz, ganz andere Energie und zweitens, die Energien werden auch in die richtige Richtung gelenkt. Und warte mal gut. Die war schon, danke. Jo. Danke. Also hört bitte, also es hat erstens eben, wie gesagt, eine ganz, ganz andere Energie dafür zu sein und die Energien werden auch in die richtige Richtung gelenkt. Und zweitens, wer will euch dann nur irgendetwas antun, wenn ihr nur für diese edlen und noblen Werte seid, wenn ihr nur für Respekt seid, für Achtung, für Wertschätzung, für Friede, für Freiheit, für die Wahrheit, für Selbstbestimmung, für Urvertrauen, für Gottvertrauen. Niemand kann euch dann etwas antun und niemand wird euch dann etwas antun. Wir wissen alles, und dann höre ich schon auf, ja, wir wissen, alles ist Energie. Ein Haus ist Energie, ein Baum ist Energie, es ist auch ein Grashalm Energie und es sind auch Wörter und Gedankenenergien.
Und da gibt es Gedankenformen mit niederen Energien, das sind Gewalt, Aggression, Wut, Hass, Zorn, Hochmut, Arroganz, Überheblichkeit, Gier, Geiz, Neid, Eifersucht, das sind die niederen Energien. Und dann gibt es die hohen Energien, das ist eben wie gesagt Urvertrauen, Gottvertrauen, Respekt, Achtung, Wertschätzung, füreinander Dasein, gegenseitige Hilfe, gegenseitige Unterstützung. Das sind diese hohen Energien. Und das ist wichtig zu wissen, raus aus diesen niederen Energien und rein in die hohen Energien. Weil wenn ihr in diesen niederen Energien seid, dann seid ihr permanent euer ganzes Leben am Kämpfen und ihr bekommt permanent Prügel zwischen die Beine. Und das soll ja nicht sein. Deshalb raus aus diesen niederen und rein in die hohen Energien. Und wenn ihr in diesen hohen Energien seid, dann seid ihr für diese Menschen, die in den niederen Energien sind, nicht angreifbar. Dann seid ihr auch nicht verletzbar, dann seid ihr nicht verwundbar, dann seid ihr auch teilweise unsichtbar. Aber raus aus diesen Niedern und rein in diese hohen Energien. Okay, in diesem Sinne nochmal vielen herzlichen Dank an Kerstin und Christian für diese so immens wichtigen Veranstaltungen. Vielen herzlichen Dank für euer Kommen und ich wünsche uns heute jetzt eine wunderschöne restliche Veranstaltung. Dankeschön. Danke, Gerhard. Wir werden nun in ein, zwei Minuten losgehen. Ja, da könnte sich jetzt mal wieder ich einen eigenen Teil denken über diese Rede. Aber wenn wir nicht missionieren sollen, missioniere ich trotzdem. Punkto AIDS, dieses Narrativ dieser Krankheit, die in den 80er Jahren erfunden wurde, verlinke ich auch ein paar Videos drunter, weil den Schmäh mit AIDS kann mir auch keiner erzählen. So, somit haben wir halt wieder ein paar Leute zusammen. Wie sind sie nicht? Aber naja, weil du first eben. Okay, dann gehen wir mal spazieren.